Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil für die Seelengefährten. Hallo, jetzt bin ich auch dabei. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das lag vor allem daran, dass der Micha jetzt erstmal einen Baum für mich gepflanzt hat in unserem Garten. Einen Apfelbaum. Genau, wir haben einen Apfelbaum heute gepflanzt, weil ich liebe Äpfel und meine Pferde lieben Äpfel. Und zwei Avocado-Bäume. Genau. Und deswegen musste ich jetzt warten, bis er die Gartenarbeit vollbracht hat. Und jetzt sind wir aber hier dazu gekommen, den zweiten Teil dieser Seelengefährten-Videos zu machen. Micha hat alle Karten herausgemischt. Wir haben das Rider-Waite-Tarot für die Hauptenergiekarten verwendet. Und das gilt Reverie Lenormand, wie vorhin auch in dem Video für dich, zur Klärung. Was vielleicht ganz interessant ist, wir haben jetzt so ein bisschen über der Legung sinniert. Ich habe ihm natürlich auch erzählt, was gefallen ist im ersten Teil. Und das Ganze macht durchaus Sinn, denn ich finde es immer besonders spannend, wenn die Legungen untereinander stimmig sind. Und wir haben uns dazu entschlossen, dieses Reading euch heute sozusagen beide zu präsentieren. Der Micha ist ja eher so der Lenormand-Freak, ne? Ja. Ich bin die Tarot-Tante. Also heute nicht Mono, sondern Stereo. Ja, genau. Und ich werde also mich ein bisschen mehr auf die Tarotkarten konzentrieren. Und ja, ihr wisst ja, mir fällt es sehr, sehr schwer, wenn ich in dem Reading anwesend bin, dann mich zurückzuhalten. Also es wird dann doch schon der ein oder andere Impuls von mir kommen. Ich habe euch ja in dem ersten Video, im ersten Teil bereits gesagt, dass ich immer mehr dazu geführt werde, wirklich mich nicht nur an den Karten festzuhalten, sondern Impulse euch zu übermitteln, die ich entweder schon vor dem Video dann oder auch während des Videos empfange. Und das werde ich auch in dieser Legung tun. Also, wenn du in einem Seelenpartnerprozess bist, dann fällt diese Legung jetzt für deinen Seelengefährten oder deine Seelengefährtin. Und wir werden euch jetzt mal präsentieren, was wir empfangen durften. Wie gesagt, herausgemischt hat der Micha die Karten, weil er einfach ein unglaublich gutes Händchen für dieses Kollektiv der sogenannten Gefühlsklärer hat. Das merken wir immer wieder, auch in den persönlichen Legungen, die er für euch macht. Das ist wirklich erstaunlich. Und ich helfe jetzt nur bei der Deutung sozusagen. Ja, du fängst an. Also hier sind ja beide Karten zusammengefallen. Deshalb haben wir hier an dieser Position keine Klärungskarte. Genau. Also ich fange mal an. Der Micha hat mich gebeten, die Tarotkarten zu deuten. Er wird dann die Lenormand-Klärungskarten vor allem für euch deuten. Und wir lassen natürlich auch wieder so ein bisschen einfließen persönliche Erfahrungen, die ja immer sehr hilfreich für euch sind. Also, wo steht das Kollektiv im Dezember? Diese beiden Karten hier auf zentraler Mittelposition, ja, die fallen im keltischen Kreuz ja sozusagen in Kombination. Die allererste Karte, die Micha erhalten hat, war der Ritter der Münzen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Karte. Die steht für Stabilität und die sagt im Prinzip alleine erstmal noch nicht aus, ob es jetzt wirklich um das Selbstvertrauen des Menschen geht, ja, für den die Legung hier fällt. Denn der Ritter reicht hier sozusagen den goldenen Taler symbolisch für den Selbstwert auf der Hand. Oder ob es insgesamt darum geht, im Leben in eine Art Stabilität auch in den eigenen Gefühlen und Gedanken zu finden. Und deswegen ist hier jetzt die Klärungskarte sehr, sehr ausschlaggebend gewesen. Und hier fallen die sechs Kelche. Wunderschön für ein Seelenpartner-Reading, wenn natürlich eine der Seelenpartnerkarten fällt. Das ist hier in der Tat der Fall. Die erste Intuition, die ich hatte, war, dein Seelengefährte wird im Dezember so ein bisschen wach, was die Bedeutung von dir, auch von eurem Prozess, für sein Leben betrifft. Das passt sehr gut dazu, dass du, ich sage es jetzt mal sehr salopp ausgedrückt, im Dezember ein bisschen die Nase voll hast von dem Prozess. Denn wenn der Loslasser ein bisschen die Nase voll hat im Prozess oder vom Prozess, ja, ist vielleicht die bessere Formulierung, dann spürt das der Gefühlsklärer. Und dazu kommen wir hier vor allem gleich mit dieser Energie aus der Vergangenheit. Es findet eine Veränderung statt im Dezember. Du
haderst mit dem ganzen Prozess. In deiner Legung kam ja heraus, dass es für viele von euch tatsächlich so ist, dass ihr euch wünscht, ihr hättet diesen Menschen niemals kennengelernt, ja. Und seltsamerweise oder eigentlich auch nicht seltsamerweise führt das auf der Gegenseite dazu, dass einem die Verbindung bewusster wird. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, ich erkläre das gerne mit diesem Energiestrom. Solange ihr kontinuierlich Energie in die Richtung des Seelengefährten schickt, indem ihr ihn oder sie vermisst, liebevolle Gedanken schickt, vielleicht sogar liebevolle Nachrichten sendet, also einfach signalisiert, ich bin da mit meiner Liebe, ich warte nur darauf, dass du zurückkommst, ja, nährt ihr euer Gegenüber, ja, das ist sehr wichtig. Wenn aber dieser Energiestrom oder Zufluss gekappt wird, aus welchen Gründen auch immer, und im Dezember in eurem Reading haben wir das gesehen, könnte das einfach der Fall sein, weil du das Ganze so nicht mehr möchtest, weil du einfach unzufrieden bist mit der Situation, wie sie ist, weil du das Gefühl hast, das bringt dich nicht weiter hier, ja, dann kappst du den Energiefluss, den liebevollen Energiefluss ein Stück weit, was auf der Gegenseite auch spürbar wird. Ja, und das wiederum führt dann dazu, also ich hoffe, ich kann es einigermaßen erklären, wie ich es fühle, führt dann dazu, dass aber der andere plötzlich merkt, oh Gott, mir fehlt ja jetzt diese Energie, mir fehlt ja das, dass da was rüberkommt, so möchte ich es ausdrücken. Da muss ich was dazu sagen, speziell in der Weihnachtszeit und ihr wisst ja, auch ich war da in einer Ehe mit einem Kind und jedem Mann, der bewusst oder unbewusst in so einem Seelenpartnerprozess ist, also zu der Zeit, bevor ich mit Uli jetzt wieder fest zusammen war, war ich hier unbewusst in dem ganzen Prozess, also was Seelenpartner betrifft. Aber ich kann euch da aus meiner eigenen Erfahrung nur eins sagen. Gerade zu der Weihnachtszeit wird es einem nochmal bewusster, wenn man in einer Ehe lebt, die einem nicht gut tut, mit der Familie. Da vermisst man eigentlich, so komisch das ist, obwohl man dort ist, den Partner, den man wirklich liebt, für den eigentlich das Herz schlägt, mit dem man genau diese Gefühle hat, mit der Frau in der Beziehung, die nicht da sind, wird es einem auch nochmal bewusster, dass man eigentlich dieses Weihnachten, dieses Schöne, dieses auch Fröhliche an der Seite der falschen Frau verbringt. Also mir ging es so. Und ich habe auch gemerkt, bei Bekannten, bei Freunden, die ja eigentlich auch in einer unglücklichen Beziehung sind, dieses Gespielte dann in der Vorweihnachtszeit und auch in genau der Weihnachtszeit. Und glaubt mir eins, auch eurem Seelenpartner, Wunschpartner geht es in der Zeit nicht gut. Wenn du so redest, weiß ich jetzt ganz genau, dass das tatsächlich Weihnachten ist. Wir haben vorhin noch gesagt, hier fällt der Stern nachher in der Position, ja. Was kommt im Außen für dich zu. Da fällt der Stern, ich sage noch, schau mal, das ist der Weihnachtsstern, das ist Weihnachten. Ja? Ja. Und wenn du das jetzt so sagst, wir kommen gleich dazu, ist das tatsächlich Weihnachten, was eine Veränderung bewirken könnte oder zumindest ein Umdenken. Ja, ja, auch eine Erkenntnis. Mhm, genau. Es ist Wahnsinn, was du dann auch speziell zu solchen Tagen, Feiertagen, Familientagen für Erkenntnisse schöpfst. Sehr interessant, die beiden Karten. Da braucht der Micha jetzt die Lennon-Markierungskarte eigentlich nicht unbedingt deuten. Ja, da fällt es nämlich du. Also wenn du als Mann schaust, das bist du. Und was die Siegeskarte hier zeigt, dein Seelengefährte konnte, glaube ich, in der Vergangenheit sich immer so ein bisschen als siegreich betrachten. Er hatte so, ich möchte mal fast sagen, die Oberhand über dich. Oder zumindest dachte er das, ja? Also das fällt ja für die Vergangenheit. In den vergangenen Wochen, er war sich immer noch siegessicher. Ja, also wir haben da wahrgenommen, so war es ja bei dir letztlich auch, du hast ja gewusst, ich bin immer da. Ja, du hast gewusst, du brauchst nur schreiben, ich antworte. Ja, aber trotz alledem kommt dir genau in so einer Zeit
oder wird dir auch genau in so einer Zeit bewusst, dass du eigentlich schwach bist, dass du selbst schwach bist, nicht deinen Gefühlen zu folgen. Und es ist wirklich eine wahnsinnig zwiespältige Situation. Das passt auch im Übrigen sehr gut zu der Vollmondenergie von morgen, Vollmond in den Zwillingen. Wir hatten es gestern im Kollektiv der Gefühlsklärer für die erste Dezemberhälfte in dem Vimeo- und Website-Video gelegt. Ja, große Ambivalenz im Kollektiv. Und deswegen passt das auch so gut, ja, dass diese ganze Weihnachtszeit, dieser Monat Dezember, dieser Jahreswechsel zu der Erkenntnis führen wird, dass du eigentlich ein Geschenk wärst, ja. Und im Unterbewusstsein, wir kommen mal dazu, fallen die vier Stäbe, sehr interessant. Bei euch lag die Karte ja hier, da habe ich gesagt, ihr habt euch so ein bisschen vorgemacht, ja, mir geht's richtig gut. Ne? Und in seinem Unterbewusstsein fällt hier die Seelenpartnerschaft. Ne? Genau. Die Seele weiß, eigentlich geht's dir nur dort gut. Und das ist das, was du ja auch gerade gesagt hast, was vielleicht unterm Weihnachtsbaum am meisten bewusst wird. Ne? Ja, weil das Paradoxe an der ganzen Geschichte ist ja, du hast eine kurze Zeit, wo du diesen Schein aufrecht erhältst, vielleicht wegen den Kindern, wegen der Familie, der Mutter oder wen auch immer, oder der Freunde, wenn du genau Weihnachten mit Freunden feierst oder was auch immer. Und dann ist der Abend plötzlich vorbei. Jeder hat seine Geschenke ausgepackt, die Feier ist vorbei. Und dann gehst du ins Bett. Meistens, also ich bin meistens später ins Bett, dass ich nicht mit meiner Ex ins Bett musste. Und dann wird dir nochmal so bewusst, dass du jetzt eigentlich jemanden möchtest, mit dem, oder nicht möchtest, dass du halt die Frau möchtest, an der dein Herz hängt, deine Liebe. Und mit ihr dieses Weihnachten einfach feiern kannst. Und du kannst es nicht, weil es ist alles nur, du belügst dich und betrügst dich selbst. Und das ist das Schlimme. Wirklich. Sehr interessant, wenn du das andere Video gesehen hast, und ich hoffe sehr, dass du es dir angeschaut hast, ja, die fünf Kelche an gleicher Position, wie sieht dein Gegenüber das Ganze genau wie du? Ja, er blickt auf das, was er nicht hat. Ihr spiegelt euch eins zu eins. Ja, ihr spiegelt euch eins zu eins. Und die Klärungskarte hier, der Berg? Die Blockade. Mhm. Das ist genau das. Du weißt es, innerlich weißt du es. Du weißt ganz genau, dass es eigentlich deine Aufgabe wäre, jetzt endlich mal zu deiner Wahrheit, genau, zu deiner eigenen Wahrheit zu stehen. Aber im Prinzip blockierst du dich selbst, Ist im Übrigen, weil du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Vielleicht für euch interessant, Micha hat mir im Jahreswechsel 2018 auf 2019, Silvester, es war ja in China, 6 Stunden vor unserem Silvester, also es war abends, ich war gerade mit dem Hund spazieren, kam eine Nachricht von ihm, und zwar 3 Minuten nach Mitternacht hat er mir geschrieben, dass er mir halt ein gesundes neues Jahr wünscht und dass er es hasst, an der Seite der falschen Frau ins neue Jahr zu feiern. Genau. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das noch 2 Jahre, bevor er dann letztlich zurückgekommen ist. Ne? Das war 17 auf 18. Oder 17, ja. Genau. Oder 17 auf 18 sogar. Mhm. Ja, da hat er kurz nach dem Jahreswechsel, wo normalerweise man davon ausgehen müsste, dass man, wenn man als Paar auf einer Feier ist, den anderen noch im Arm hat, ja, irgendwie, hat er mir geschrieben. Und das waren halt dann aber auch Momente, und da stehe ich vollkommen offen vor euch auch dazu. Das waren Momente, wo ich einfach Wahnsinnshoffnung geschöpft habe. Ich weiß noch, ich habe mich an dem Abend mit einer Freundin verabredet. Wir haben bei ihr zu Hause Silvester gefeiert, nur zu zweit. Wir haben gegessen und ja, ein paar Karten gelegt natürlich. Und ich weiß noch, wie ich dort angekommen bin, habe ich zu ihr gesagt, Claudia, habe ich gesagt, jetzt ist es soweit, der Micha ist soweit, der hat es erkannt. Und ich weiß noch, das war für mich in den ganzen letzten Jahren eigentlich das schönste Silvester. Natürlich nicht, weil sich es dann tatsächlich verwirklicht hat, weil ich sollte dann sehr bald auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen werden. Aber es war deswegen das schönste Silvester, weil ich ein paar Stunden in der Hoffnung war,
dass sich jetzt etwas verändert. Micha hatte in der Nachricht auch noch sogar geschrieben, dass er sich, dass er weiß, oder ich glaube sogar, du hast geschrieben, dass du mir versprichst, dass das letzte Silvester ist, was wir ohne einander verbringen müssen. Und dann wurden es doch noch mal zwei ohne einander, ja? Also so viel nur dazu. Dieser Prozess ist... 18 auf 19. So 17 auf 18, 18 auf 19. Ja. 19 auf 20. Also dieser Prozess ist wirklich kräftezehrend und eigentlich dein Gegenüber ist genau in der Situation wie du. Er schaut auf das, was er nicht hat, ne? Genau. Und das blockiert. Es blockiert. Genau. Und das ist Weihnachten, meine Lieben. Ich sag's euch. Wir haben vorhin, das ist so witzig. Wir haben gefragt, ja, also was kommt jetzt von außen auf euch zu, ne? Und da fiel der Stern. Und ich habe gesagt, im Loslasser-Reading war da Nachrichten, die eventuell stocken oder beendet sind. Oder es kommt eine Nachricht, die euch dazu veranlasst, ein Kapitel zu schließen. Ich glaube, und ich zeige euch gleich mal die Klärungskarte, die Störche. Ich glaube, dass es tatsächlich Weihnachten ist. Positive Veränderung. Genau, Weihnachten wird deinem Seelengefährten eine spirituelle Erleuchtung bringen. Und für dich kann es erstmal so aussehen, als sei das Kapitel geschlossen, weil er sich vielleicht nicht meldet über Weihnachten. Deswegen bei dir mit diesen blockierten Nachrichten geschlossenes Buch, 8 Stäbe. Aber denk mal an deine Legung, an den Rat der geistigen Welt. Weißt du noch, dass ich gesagt habe, die beiden besten Karten sind die 9 Münzen und die Würfel in deiner Legung? Und da habe ich gesagt, Gott sagt, mach dir Weihnachten so schön wie möglich, denn die Würfel sind noch nicht gefallen. Und genau das fällt hier, meine Lieben. Wenn ich dir einen Rat geben darf, ganz ehrlich, wenn ich Uli in solchen Momenten solche Sachen geschrieben habe, dann war es auch wirklich so. Dann war ich so in der Energie, dass ich es tun musste. Aber dann, wenn wieder was von ihr kam und ich wusste, okay, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, dann wartet sie. Dann ist sie ja nochmal vielleicht ein Jahr länger da. Also ich muss mich jetzt nicht richtig entscheiden. Obwohl ich wirklich komplett in der Energie war und so von mir überzeugt, von dem Ganzen, dass es das letzte Silvester ist oder das letzte Weihnachten. Aber wenn du dann nicht mehr schreibst und ihm wünschst, hab schöne Weihnachten mit der Familie, mit wem auch immer, wo du bist. Und ich gehe jetzt meinen Weg. Ich möchte das so nicht mehr. Ich glaube, das wird erst diese Transformation sein, wo dann auch wirklich diese Verlustangst kommt. Mein Gott, das könnte wirklich das letzte Mal sein. Es könnte wirklich das letzte Mal sein, dass sie jetzt, ja, für mich da wäre. Ja, eben. Das kommt ja daher, dass letztendlich, ne, wenn man immer wieder diese liebevolle Energie sendet, fühlt er sich hier vollkommen siegessicher. Genau. Ne? Und so war es ja bei dir auch. Absolut. Ich bin natürlich in die vollkommene Euphorie verfallen damals, ja, und war gleich am 1. Januar absolut wieder am Boden der Tatsachen, weil auf meine Nachricht, wie er dann den 1. Januar jetzt gestaltet und wie es ihm geht, und hat er dann erstmal überhaupt nicht reagiert. Dann dachte ich mir, oh nein, das war wieder bloß sowas, so eine Seifenblase, die jetzt schneller platzt, als ich schauen kann. Ja? Es war keine Seifenblase, weil es wirklich so, weil ich es wollte. Ich wollte es, aber dann war ich plötzlich wieder in dem ganzen Trott, weil ich einfach wusste, ja, ich kann mir ja doch noch etwas Zeit lassen, weil von dir kam mir wieder was Schönes, von dir kam mir wieder was Liebevolles. Ja, aber warum will man sich dann Zeit lassen, wenn man doch unglücklich ist in der Beziehung? Weil man, und da muss ich wirklich absolut ehrlich sein, so viele andere Dinge, wie jetzt Job, wie das Materielle und, mit im Kopf hat, was absolut nicht wichtig ist. Wenn du diese Erkenntnis einmal in deinem Leben hast, dass es nicht wert ist, dass es wirklich nicht wert ist, seinen Fokus auf diese Dinge zu legen. Es war natürlich auch super schön, hier der Chef von zig hundert Mitarbeitern zu sein. Aber es ist nicht wichtig, weil abends nach der Firma
bist du genauso wie jeder andere Mensch. Im Gegenteil, du bist unglücklicher, weil du nicht an der Seite deiner Frau bist, für die du genau diese Gefühle hegst. Und das ist doch das Schlimme. Aber die Erkenntnis zu bekommen, das bist eigentlich nur du. Weil wenn du dich ihm entziehst, wenn du dich ihm wegnimmst, dann hat er nichts mehr. Dann sind auch diese schönen Gedanken, naja, ich könnte ja, das ist weg. Dann bist du abends nach der Firma zu Hause und plötzlich ist es weg. Es ist niemand mehr da, der auf dich wartet, bis du eine Entscheidung triffst. Das ist das Schlimme dann. Und das war letztes Jahr. Ja. Was hier ganz toll ist, ne, finde ich, also es sind zwei Karten gleichzeitig gefallen auf mich als Frage, was sind seine Ängste und Hoffnungen? Das finde ich schon krass, dass hier der Hierophant fällt. Ne? Also viele Gefühlsklärer erwachen jetzt tatsächlich auch spirituell, merken, dass diese Verbindung, und das passt so schön zu den sechs Kelchen, mehr ist, als alles andere war. Ne? Also Micha hat ja auch noch bis vor 1,5 Jahren nicht gewusst, was ist eine Zwillingsseele, ja? Was ist ein Seelenpartnerprozess, was ist ein Gefühlsklärer und ein Loslasser. Ja? Aber was er schon gespürt hat, es ist irgendwas Besonderes. Absolut. Und genau dieses Erwachen erfolgt. Und doch ist da noch dieser Teufel, der besiegt werden muss. Ne? Entweder es sind Ängste, sich wirklich fallen zu lassen, oder es ist noch eine andere Beziehung. Es ist vielleicht irgendetwas, kann auch eine Religionszugehörigkeit sein, ein Altersunterschied, irgendetwas. Auch Suchterkrankungen, immer wieder kommt mir in den letzten Wochen bei den Readings, wenn der Teufel fällt, das Thema Sucht. Viele Gefühlsklärer, ich habe sehr ausführlich darüber gesprochen in meinem Vimeo- und Website-Video über die Gewichtszunahme im Kollektiv. Da geht es darum, dass diese kollektive Herzöffnung die Kontrollverlust hervorruft. Ja, Kontrolle über Gefühle, die man unterdrückt, ruft auch Kontrolle über beispielsweise Essverhalten, Alkoholkonsum, Zigarettenkonsum und hervor. Ich glaube, es ist eine große Hoffnung, dass Gott hilft. Ja? Also wenn dein Gefühlsklärer, wenn dein Gegenüber, deine Gefühlsklärerin nur ein bisschen in diese spirituelle Richtung orientiert ist, an Gott glaubt, sich göttliche Führung wünscht, dann ist das hier sehr, sehr präsent. Ich glaube, dann werden sogar Gebete gesprochen. Du hast mir ja auch erzählt, obwohl du gar nichts von dem Prozess wusstest, du hast oft gebetet, jede Nacht, dass dir ein Weg gezeigt wird, genau, aus deiner Sicht. Also Micha wusste nichts von dem ganzen Prozess und hat aber trotzdem, weil er ja durch seine Oma, die sehr, sehr gläubig war, von klein auf eigentlich mit dem Glauben vertraut gemacht wurde, hat jede Nacht gebetet, dass ihm Gott hilft, aus dieser Situation irgendwie rauszukommen. Ja, absolut, dass er mir einen Weg zeigt, dass er mir hilft, aber er hilft oder er kann ja auch nur helfen, wenn du eine Aufgabe erledigst. Es ist ja nicht so, dass du mit dem Finger schnippst. Gott schnippt mit dem Finger, aber nicht wir. Ja, genau, Gott schnippt mit dem Finger, das passt gut zu dem Instagram-Post von vorgestern, genau, das Foto, das fand ich genial, also wenn du uns auf Instagram folgst, du findest unsere Instagram-Adresse hier unter dem Video in der Infobox, da hatte ich dieses Foto als Tagesimpuls gepostet, ja, Gott schnippt mit dem Finger, aber erst wenn du bereit bist, genau, wenn du deine Aufgabe erfüllt hast, ne? Genau. Und wenn er nichts tut, ist das eine Last, dieses Weihnachten, dieser Jahreswechsel, das wird eine Last, ja. Hier kommt der Ausblick, wie geht's in den Jahreswechsel? Das sind die 10 Stäbe gefallen. Kannst du mir mal die Klärungskarte zeigen? Was wollte da dazu fallen? Ach ja. Die Karma-Karte. Ja, genau. Sehr, sehr passend, ne? Genau. Es ist seine Aufgabe. Es ist seine Aufgabe, genau. Die Last abzulegen. Es ist seine Aufgabe, die Last abzulegen, zurückzufinden in seine oder ihre Stabilität. Was ich hier spüre, ist, dass über die Feiertage viele mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben könnten. Immer bei den 10 Stäben, nämlich Rückenprobleme war, Nackenschmerzen, vielleicht auch aufgrund von sehr viel Essen und Trinken, um Gefühle zu betäuben, gewisse gesundheitliche Folgeerscheinungen, ja.
Also das Weihnachten, das wird nicht unbedingt das Odo Fröhliche, habe ich das Gefühl. Nee, also ich glaube, dieses Jahr wird sich einiges ändern. Also ich merke es ja auch in meinen Legungen. Und ja, das Kollektiv nimmt ja Fahrt auf, ja? Wenn Micha hier seine Readings macht für die Gefühlsklärer, ja, da legt er ja ein keltisches Kreuz jetzt speziell auf deinen Seelenpartner gemünzt. Das ist unglaublich, wie sich die Energien da gleichen, dass diese, naja, wir sagen immer ein bisschen die Schlinge um den Hals, sich zunehmend... Genau, zieht sich mehr und mehr zu. Genau, zuzieht, wenn hier immer wieder weggeschaut wird. Das merkst du ja an dir selber auch. Wegschauen geht nicht mehr. Ja, deswegen fiel dein Reading so aus, wie ich es vorhin präsentiert habe. Ja, du musst hinschauen. Du musst hinschauen, welche Themen, ja, bei dir lag der Herrscher da im Unterbewusstsein. Welche Themen aus der Vergangenheit, welche alten Verletzungen möchten geheilt werden? Und genauso muss dein Seelengefährte hinschauen. Mhm. Ja, und vieles wirklich, was jahrelang unterdrückt wurde, kommt jetzt an die Oberfläche. Und das ist nicht einfach, ja. Das ist erstmal eine Last. Viele Männer, und wir machen jetzt auch mehr für Männer, der Micha hat ja jetzt auch angefangen, Videos für Männer zu machen, wir wollen das ausbauen, wir wollen auch auf Facebook eine Gruppe machen, eine geschlossene Gruppe nur für Männer, also wenn du als Mann zuschaust, schreib uns gerne eine persönliche Nachricht über Facebook oder auch, also über unsere Heart and Soul Facebook-Seite oder auch gerne eine E-Mail. Du findest alle Infos hier unter diesem Video, wenn du Interesse daran hast, wir wollen eine Art Männergruppe machen, wirklich, wo ein geschützter Raum entsteht, dass ihr euch austauschen könnt. Und da habe auch nicht ich meine Finger im Spiel, das macht nur der Micha. Mhm. Und unser Traum wäre auch zum Beispiel so eine Seminargruppe mal zu machen auf Mallorca, ja, nur für Männer. Genau, dass ihr hier zusammenkommen könnt, also ich bin ja nur da, um euch zu bewirten. Ja, ich mische mich da gar nicht ein oder ich kann vielleicht auch die Sicht der Frau dann mal mit einbringen. Aber im Prinzip ist das eine, naja, ich sag jetzt mal Marktlücke in diesem Sinne, dass es einfach zu wenig Unterstützung hier gibt, auch für die Männer, die wissen, sie sind unglücklich, die rauskommen möchten, die rausfinden möchten, die brauchen Unterstützung. Und deswegen finden wir es auch ganz gut, wenn ihr euch das traut, das kommt immer auf die Beziehung zu dem Seelengefährten an, dass ihr mal so ein Video auch schickt, ja? Mal sagt, schau mal, da ist jetzt ein Mann, der erzählt von sich. Das ist ein Mann, der diese Geschichte durch hat. Also uns haben so viele jetzt gefragt, ja, kann ich das Video von dir, Micha, denn meinem Seelenpartner schicken? Wenn du das Gefühl hast, das ist richtig, dann mach das. Absolut. Denn verlieren kannst du nichts. Ja, verlieren kannst du nichts. Ja, und wir kommen jetzt noch zum Rat der geistigen Welt. Hier haben wir die 6 Münzen und das geschlossene Buch dazu. Passt im Übrigen, sorry, ganz wundervoll die Unterseite des Decks im Rider-Waite-Tarot liegt der Ritter der Stäbe. Die geistige Welt sagt, mit Brotkrümeln, ja, brauchst du hier gar nicht mehr ankommen. Sonst wird sich das Kapitel schließen. Genau, also der Ritter der Stäbe ist ja einer, der raus, rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, ja, sagen wir in Franken. Also das ist einer, der kommt ins Leben, der schneit sehr leidenschaftlich ins Leben. Das hat ja auch Micha bei mir oft getan, aber so schnell konnte ich gar nicht schauen, war er wieder weg. Okay. Ja. Und die geistige Welt spricht hier so ein bisschen eine Warnung aus. Ne? Die sagt, ja, wenn du weiter versuchst, wie dieser Mann auf der Karte hier, ne, deine Seelengefährtin mit Brotkrümeln abzuspeisen, dann wird sich das Kapitel eventuell schließen. Und es passt wundervoll zu euren 8 Stäben und dem Buch. Ja, das nimmt er schon wahr. Und dann gibt es Katzenjammer. Und keinen so, ja, hier liegt Neubeginn. Dann gibt es keinen Neubeginn. Genau. Hier liegt das Kind dann für einen Katzenjammer. Das Kind ist auch Unschuld. Ja, das Kind ist eine unschuldige Energie. Und wir dürfen nicht vergessen, wir tun uns in den Seelenpartnerprozessen nicht absichtlich weh. Ja, das nehme ich zu der Karte wahr. Es möchte uns auch nochmal darauf hinweisen, immer wirklich aus der Vogelperspektive auf den Prozess zu schauen und zu sagen, wir haben uns für den Prozess entschieden, zusammen entschieden, ja, um das durchzustehen. Und was dein Seelengefährte tut, tut er letztendlich aus tiefster Liebe zu dir, weil er dir einst versprochen hat, ich helfe dir, die beste Version deiner selbst zu werden. Mhm. Ja, so meine Lieben, jetzt sehr intensiv. Sind wir am Ende.
Ja, jetzt sind wir am Ende. Wir freuen uns über eure Kommentare. Sagt euch gern, sagt uns auch gerne, wie euch diese Art der Interpretation gefällt. Ja, wir probieren ja da immer ein bisschen Neues aus, dass wir beide auch natürlich von uns ein bisschen erzählen, trotzdem auf die Karten eingehen. Und ich werde auf jeden Fall in der kommenden Zeit in meinen Kartenreadings wesentlich mehr Impulse einfließen lassen, die ich intuitiv erhalte. Das ist meine Mission. Mein Auftraggeber hat mir das so mitgeteilt. So, meine Lieben, jetzt wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und bis bald. Die Uli. Und der Micha. Tschüss. Tschüss.